Wow, Enid hat sich ein neues Auto gekauft. Es sieht toll aus. Und hier ist Wednesday in ihrem neuen Auto. Hey, sie hat das gleiche Auto wie ich. Nein, du hast das gleiche Auto wie meins gekauft. Mädels, lass uns nicht streiten. Eure Autos sehen toll aus. Wir müssen nicht raten, wer zuerst es gekauft hat. Oh, ich glaube, eine Challenge fängt an. La la la, mein Regenbogenpaket ist da. Was hat sie vor? Ist das Autoschmuck? Das ist genau richtig. Ich werde ein Regenbogen-Einhorn-Auto haben. Ich soll dafür nur einen weichen Regenbogenteppich aufhängen. Es ist wichtig, das ganze Auto mit Teppich auszulegen. So wird mein Auto besser als Wednesdays aussehen. Auf den Rändern Regenbogen und hier ein Horn. Wow, Enid, dein Auto sieht fantastisch aus. Wednesday, was sagst du dazu? Ich werde diesen Regenbogenwahnsinn nicht einmal kommentieren. Aber ich habe auch eine Idee. Ich werde mein Auto in meinem eigenen Stil dekorieren. Ich muss nur noch das Nötigste bestellen, dann bin ich fertig. Quia ist schon da, so schnell. Geht ihm doch sicher gut. Er sieht ein bisschen blass aus. Ja, das ist Quentin, er arbeitet bei Graf Dracula. Vielen Dank. Also, was habe ich denn da? Eine schwarze Farbe, eine gute Möglichkeit, das Auto schnell und sauber in meiner Lieblingsfarbe schwarz zu lackieren. Das Weiß sah furchtbar aus. Erledigt? Ich will natürlich Accessoires. Das wird ein Vampirauto. Quentin hat mich inspiriert. Und ich soll das Wichtigste nicht vergessen, Zähne und Reißzähne. Mein Auto sieht so furchterregend aus. Oh, was ist das für eine Düsternis? Ist das neue Auto von Wednesday? Wednesday, Enid, eure Autos sehen wunderschön aus. Kein Grund zum Streiten. Enid, hast du wieder etwas für das Auto bestellt? Das sind nur Kleinigkeiten. Ein paar Spielsachen für das Innere des Autos, sonst ist es langweilig. Ich werde einfach ein paar Regenbogenteppiche auf die Sitze legen. Sie sind so weich und bunt. Ich soll nicht die Hintersitzen vergessen, denn ich habe viele Freunde, die normalerweise hintersitzen. Noch die Lenkradbezug. Er ist weich, genau wie mein ganzes Auto. Man kann nie zu viele Regenbogenteppiche haben. Mein Lieblingsspielzeug Hagiwagi? Keine Fahrt vergeht ohne ihn. Regenbogen, Einhorn und Kuscheltier. Nur noch ein bisschen und mein Auto ist komplett fertig. Wow, Enid, der Innenraum deines Autos sieht fantastisch aus. Ich lasse es so nicht. Ich dekoriere auch den Innenraum, nur viel cooler. Ich habe gerade ein paar schwarze Teppiche für meine Sitze gefunden. Das sieht aber cool. Noch mehr schwarze Kissen für meinen Lieblings-Hagiwagi. Nicht zu vergessen, den Lenkradbezug. Oh ja, ich stelle mir schon vor, wie ich durch die Straßen fahre. Ein paar Fledermäuse und Spinnweben draufkleben. Ich hänge hier meinen Freund hin. Übrigens heißt er Jack. Jack ist sehr lustig. Ich hänge noch Geschenke von meinen Eltern auf. Fertig. Was könnte noch besser sein? Bei dieser coolen Einrichtung bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist noch ein Freund von dir? Ja, das ist Bob. Er hat ein bisschen abgenommen. Hey, wir haben heute Halloween, oder? Willst du einen meiner Freunde kennenlernen? Wie schrecklich! Ich muss mich schnell verstecken. Wednesday, reparierst du etwas? Eiskaltes Händchen, gib mir den Schraubenschlüssel. Komm schon. Beeil dich. Danke. Also, Wednesday, was machst du da? Wir sind doch gespannt. Oh, Enid. Hi, wie geht es dir? Siehst du, Wednesday baut etwas, aber wir wissen noch nicht was. Ja, ich erzähle euch alles gleich. Eiskaltes Händchen, Schraubenschlüssel. Hey, wo ist es? Ich finde dich, Faulpelz. Du willst gar nicht arbeiten. Ich habe dich einmal gebeten, mir zu helfen und du bist weggelaufen. Wo bist du? Ich werde nicht schimpfen, ich verspreche. Ich bin nur ein bisschen sauer. Komm raus! Ist es in die Höhle gefahren? Es ist nirgends zu finden. Ich finde dich und schicke dich zu den Eltern zur Erziehung. Hey, was ist das für eine Schlange mitten auf der Straße? Hm, seltsam, wozu stehen sie da? Enid, was ist hier los? Hallöchen, Wednesday. Ich und Eiskaltes Hähnchen haben einen Schönheitssalon im Kofferraum eröffnet. Gefällt es dir? Was habt ihr getan? Hähnchen, du bist ein hoffnungsloser Fall.
habe meine Buchrollen im Kofferraum also schon lange nicht gestutzt. Ich denke, jetzt kann ich es tun, solange ich noch etwas Zeit habe. Meine Rosen duften so schön. Ja, wunderschön. Und jetzt ist es Zeit, mein Lieblingskaninchen zu streicheln. Oh, du hast mich erschrocken. Schau mal, wie süß es ist. Ja, sehr süß. Und zu weiß. Komm mal, gucken, was ich im Kofferraum habe. Sehr gerne. Hurra, eine Party bei Wednesday. Und was hast du da? Halt, du sollst die Augen schließen. Kein Problem. Ich habe genau den richtigen Regenbogenschal für solchen Fall. Ich mag Überraschungen. Oh, Enid, diese Überraschung wird dir nicht gefallen. Es sieht alles sehr gruselig und schrecklich aus. Oh, aber es ist Wednesdays Kofferraum, also konnte man es erwarten. Enid, halte durch. Es wird sehr gruselig. Hoffentlich, wenn nicht Schlangen, dann Ratten werden dir bestimmt gefallen. Wow, was ist denn da? Etwas Weiches. Wie interessant. Fenster, ich mag Überraschungen sehr, sehr gerne. Also sag mir nichts. Ich hätte gedacht, dass es eine Schlange ist. Aber woher soll sie denn hier kommen, hey, Wednesday? Oh nein, sind das echte Schlangen? Und noch Ratten? Wednesday, wie konntest du nur das machen? Wednesday, das war zu viel. Hurra, Wednesday wird gleich sein Cello spielen. Das wollte ich schon lange mal hören. Was ist das für ein Chor, der ich jetzt hören muss? Schalte das aus. Nur Enid kann sich diese Foltermusik anhören. Das würde ich nicht mal meinen ärgsten Feinden machen. Gut, dass ich neue Lautsprecher für meinen Kofferraum gekauft habe. Bob, jetzt zeigen wir ihr mal, was richtige Musik ist. Wow, wir haben ein Musikbattle? Womit antwortet denn Enid? Was? Katzengeheul? Ah, das ist Wednesday und ihr Cello. Wednesday, du verscheust meine Freunde. Was ist denn das? Händchen, machst du diese Musik? Ich habe dir eine leisere, klassischere Symphonie beigebracht. Hört sich richtig gut an. Da bekommt man sogar gleich Lust zu tanzen. Komm schon, Wednesday. Okay, ich gebe zu, die Melodie ist schon ein bisschen cool. Ich würde gerne tanzen. Mädels, das ist so schön. Die Musik hat alle zusammengebracht. Eiskaltes Händchen, du bist ein genialer DJ. Worauf wartet ihr noch? Ich bin hungrig. Wir warten auf deine Anweisung. Ich möchte, dass ihr in der ersten Runde Pasta für mich zubereitet. Pasta? Okay. Gut. Okay. Oma, wach auf! Die Enkelin will Nudeln. Nudeln? Ganz einfach. Ich habe schon mehrmals Spaghetti für sie gekocht. Also nichts Schweres dran. Alles nach einem klassischen Rezept. Entschuldigung, das ist alles Mehl. Ja, du hast mich und meine Großmutter gut mit Mehl umhüllt. Entschuldigung noch einmal, ich möchte Spaghetti selbst kochen. Nach dem Mehl gehen die Eier. Ich kann sogar damit jonglieren. Oh, halt! Entschuldigung wieder. Ich habe immer gedacht, dass ich ein guter Jongleur bin. Nun, wenn der Teig fertig ist, muss man ihn in kleine Kugeln aufteilen und jede Kugel in eine bestimmte Farbe färben. Dann, mit Hilfe einer speziellen Maschine, werde ich selbst den Teig in Nudeln aufschneiden. Um es zu tun, muss man einfach den Teig in dieser Maschine vorsichtig rollen. Ich finde, das klappt cool und sehr originell. Alle haben einfache Nudeln und ich habe Spaghetti in Blümchenform. Oma, alles gut? Alles in Ordnung. Meine Enkelin hat immer die normalen Spaghetti mit Ketchup geliebt, also warum sollte ich sie nicht genau die anbieten? Wednesday, nur du bist noch übrig. Ding, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte nicht, dass meine Nudeln wie klassisch aussehen. Für mich sind sie zu hell. Wenn man ein wenig schwarzen Farbstoff hinzufügt, wird das genau du sein. Ich werde auch Ketchup hinzufügen in der Rolle des Blutes. Übrigens werde ich zusätzlich die Gummibärchenaugen dazu mischen, damit sie die Komposition ergänzen. Baby, bist du bereit zu probieren? Ich weiß sogar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht werde ich als erstes die klassischen Nudeln meiner Großmutter probieren. Ich liebe sie seit meiner Kindheit einfach. Ich denke, dieses Mal ändert sich nichts dran. Wie ich auch gedacht habe, lecker und einfach. Als nächstes kommen die Nudeln von Enid. Die sind natürlich sehr, sehr schön und sehr süß. Das ist echtes Kunstwerk. Ich möchte es nicht einmal essen. Enid hat auch zusätzliche Nudeln hinzugefügt. Genau, sie sehen aus wie Zähne eines Vampirs. Sehr schrecklich. Die Nudeln sind nicht gekocht, trocken. Es ist unmöglich, sie zu essen. Es gibt noch Nudeln von Wednesday. Die Präsentation ist nicht schlechter als die von Enid im Wednesday-Stil.
Als erstes möchte ich das Äuglein probieren. Gummibärchen? Genau, ich liebe solche. Also, woher weißt du, dass Gummibärchen so cool zu Nudeln passen? Es ist unmöglich cool. So leckere Nudeln möchte ich ganz aufessen. Ich lasse nicht mal ein paar Tropfen Soße auf dem Teller. Ich denke, der Gewinner ist offensichtlich. Wesley hat die besten Nudeln zubereitet. Wie? Ich habe mich doch auch bemüht. Wednesday, räume sofort weg, auf der alten Frau Angst zu machen. Baby, bist du bereit, uns eine neue Aufgabe zu geben? Ja, ich will einen Cocktail. Könnt ihr den machen? Ganz einfach, wird Bestes gemacht. Für dich, Enkelin, alles, was du willst. Okay. Ich kann Cocktails machen und jetzt werde ich so einen machen, dass du ihn nie vergisst. Die Grundlage für einen Cocktail wird ein normales Sprite sein. Wir müssen ihn in ein Glas so einer ungewöhnlichen Form gießen. Dann muss man eine geheime Zutat tropfen, die dem Sprite die gewünschte Farbe gibt. Es wird grün. Kuckuck. Ding, geh sofort zu Enid und bring mir Sahne. Was ist das für eine teuflische Hand? Verschwinde! Oma, beleidige meinen Partner nicht. Das Ding macht nur das, was ich sage. Ich brauche Sahne, um sie auf den Cocktail zu gießen und die Gummibärchenaugen draufzulegen. Ich gebe zu, die Gummibärchenaugen sind meine Lieblingssüßigkeit. Sie sehen cool aus und sind auch mega lecker. Ein roter Sirup schadet auch nicht. Worauf warte ich denn? Ich sollte auch anfangen, den Cocktail zu bereiten. Es lohnt sich definitiv, mit Gummibärchen zu beginnen. Zuerst teilen wir sie nach Farben auf. Fertig, jetzt müssen sie in Schichten in ein hohes Glas gelegt werden. Schaut nur, wie schön. Mit einem Föhn müssen diese Gummibärchen geschmolzen werden, damit sie zu einer homogenen Masse werden. Und der letzte Schritt ist Schlagsahne. Sie geben Getränken immer ein anständiges Aussehen. Ein kleiner Gummibärchen schadet auch nicht. Das ist wunderschön, Mädchen. Ihr habt so schöne und leckere Cocktails gemacht. Aber ich habe gar nicht an die Gesundheit meiner Enkelin gedacht. Ich mache gleich einen Cocktail, der in erster Linie gesund sein wird. Er wird aus verschiedenen Gemüsesorten bestehen, die ich in diesen Mixer stopfe. Und je mehr da reinkommt, desto besser. Ich stopfe so viel wie möglich. Es bleibt nur übrig, das Gemüse zu zerkleinern. Fertig. Wie der riecht? Schrecklich. Ich kotze gleich. Oh, man! Komm schon. Aber meine Enkelin wird meine Sorge um ihre Gesundheit schätzen. Es ist Zeit, einen Gewinner zu wählen. Die Cocktails sehen alle sehr gut aus. Der Cocktail der Großmutter sieht am normalsten aus. Also fangen wir damit an. Dieser abscheulige Zweig ärgert mich. Ich hoffe, ich mag den Cocktail selbst. Puh, das ist eklig. Oma, es ist unmöglich zu trinken. Der nächste wird der Cocktail von Enid sein. Er sieht viel leckerer aus. Ich liebe Schlagsahne. Es gibt hier so viel von denen. Ein solcher Cocktail sollte nicht getrunken werden, sondern mit einem Löffel gegessen. Man darf ja keinen Gramm der köstlichen Schlagsahne verpassen. Die Creme ist aus, Röhrchen kann raus. Seltsam? Warum ist der Cocktail so dick? Es ist unmöglich, den zu trinken. Wie kann ich einen Cocktail gewinnen lassen, den ich nicht einmal probiert habe? Nee, das ist sicher daneben. Wednesday, die ganze Hoffnung liegt an dir. Ich probier's. Endlich lecker. Ich würde diesen Cocktail gerne ständig trinken, weil er wirklich sehr, sehr lecker ist. Ich kann einfach nicht aufhören. Das schmeckt so gut. Und wer ist der Gewinner? Offensichtlich. Wednesday, sie hat einen sehr coolen Cocktail gemacht. Enkelin, welche Aufgabe erwartet uns in dieser Runde? Oma, ganz einfach, mach deinen Salat für mich. Ich möchte was Leichteres. Also, Salat? Salat wird gemacht. Enkelin, ein paar Minuten und es wird fertig. Du bekommst einen Salat. Gerade sind bei mir die Blätter für den Salat gereift. Lassen wir es die Grundlage des Salats bilden. Als nächstes gehen Käse und Zwieback. Anscheinend kenne ich sogar das Rezept für diesen euren Cäsar. Wir dürfen die saftigen Kirschtomaten nicht vergessen. Sie werden die Deko des Salats und seines Geschmacks sein. Fertig? Ausgezeichnet! Ich habe herausgefunden, wie man einen Salat nicht nur lecker, sondern auch schön macht. Thema Blumen. Ich mache kleine, aber sehr süße Blümchen aus Gemüse. Ich habe sogar die passenden Formen. Meiner Meinung nach ist das eine coole Idee, weil das echt wie ein Blumenstrauß aussieht und auch schmeckt. Ja, Blumen, langweilig. Dem Salat fehlt etwas Dunkles. Ein paar Basilikumblätter zum Beispiel. Ich bin begeistert von diesem Schädel, also wird er auch auf dem Teller stehen. Auf diesem Schädel werde ich die anderen Zutaten, Käse und Schinken anlegen. Jetzt müssen wir die ganze Sache mit Ketchup füllen und zwei Augen einfügen. Der Schädel sieht so viel interessanter aus.
Was für ein Horror. Wenn ich es nachts so sehen würde, würde ich aus Angst fallen. Aber es ist immer noch nicht meine Entscheidung, sondern die von unserem Baby. Hurra, endlich ein leckeres Essen. Was hast du diesmal gekocht, Wednesday? Wie entsetzlich, ich habe noch nie so schreckliche Salate gesehen. Man kann den nicht essen und nicht berühren. Nein. Mal sehen, womit mich meine Großmutter überrascht. Ihr Salat sieht dem Caesar wirklich sehr ähnlich aus. So einen Salat bin ich bereit, ständig zu essen. Ich will nicht mal aufhören. Ich will den Teller schnell leeren. Hier ist es wirklich lecker und gesund. Ich werde jetzt sehr stark sein. Aber vorher werde ich die Blumen von Enid probieren. Puh, es ist nur Gemüse, nicht lecker. Der Salat meiner Großmutter gewinnt. Oma, lassen Sie sich nicht ablenken. Baby ist bereit, eine neue Aufgabe zu geben. Ich möchte einen Donut zum Nachtisch. Du bekommst einen Donut. Die liebe ich auch. Die kann ich auch backen. Ich stelle mir schon vor, wie langweilig die werden. Wieso denn so? Im Allgemeinen ist Hauptsache, dass sie lecker sind. Sie werden ja nicht nur angeschaut, sondern gegessen. Ich werde wieder etwas Buntes machen. Genauer gesagt, wird jeder meiner Donuts seine eigene Farbe haben. Normalerweise mögen Menschen sowas. Was war das? Kommt nicht zu mir. Lenkt mich nicht vom Backen ab. Meine Donuts sind fast fertig. Ein Teil der Arbeit ist erledigt. Zeit zum Dekorieren. Natürlich, wohin ohne roten Erdbeersirup? Er sieht wirklich wie Blut aus. Aber das ist noch nicht alles. Mit Hilfe einer weißen Glasur werde ich ein Muster in Form eines Spinnennetzes zeichnen. Als hätte ich diese Donuts aus einem Spinnennest geholt. Ding, ich brauche Nutella. Bring es her. Come on. Gut gemacht. Ohne dich würde ich keine Fledermäuse machen. Schaut, wie cool. Zuerst beißen wir am Kopf ab. Ich habe wirklich schöne Donuts hinbekommen. Interessant. Ich möchte Donuts nicht so viel dekorieren. Um ihren Geschmack interessanter zu machen, streue ich einfach Puderzucker auf die Donuts. Jeder liebt es doch. Also wird meine Enkelin auch glücklich sein. Meine farbigen Donuts sind auch fertig. Sie sind so schön. Man kann jetzt sogar Fotos mit denen machen. Das ist cool. Aber das ist noch nicht alles. Zu diesen Donuts ist ein farbiges Streutopping ideal. Man muss es nur öffnen. Oh, jetzt ist meine ganze Zunge süß geworden. Hm. Aber macht nichts. Es ist Zeit für Baby, einen Gewinner zu wählen. Interessant. Wednesday hat wieder etwas Ungewöhnliches gemacht. Sogar Fledermäuse sehen köstlich aus. Nicht schlecht. Aber ich gebe zu, ich habe mehr erwartet. Die nächsten Donuts werden von meiner Großmutter kommen. Bevor ich sie essen kann, möchte ich einen kleinen Turm bauen. So wird es viel bequemer sein, sie zu essen. Gewöhnliche Donuts, lecker, aber es gibt nichts Besonderes an ihnen. Mal sehen, was Enid mir zukommen lässt. Ihre Donuts ähneln am meisten denen, die ich so sehr liebe. Es ist unmöglich lecker. Enid, es ist offensichtlich, deine Donuts sind die besten. Neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft! Das war sehr cool! Jetzt kann ich leicht den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Lenze, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Takis-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh,
Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Oh, sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Mmh. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein, Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass. Das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, sollen bald probieren. Mm, das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Wow, Jill, wie hast du so viel aufgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Mm. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Oh, geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe ist. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger, Nancy hat ein großes blaues Eis und Jill hat einen großen rosa Donut. Wer fängt an? Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab. Mm, sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig. Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nancy, darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Handumdrehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das klappt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein. In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh, da sind noch ein paar Stücke in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich falle. Oh nein, das ganze Eis ist auf dem Boden. Schmeckt gut. Danke, Martin. Thank you. Mama, Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Ich soll ihn lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren.
sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Nice. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Oh. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal, ich versuche es auf meine Art. Noch ein bisschen. Oh nein, gefallen. Oh, ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo, wie gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meiner ist schwarz. Und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza. Martin hat schwarze Nudeln. Nancy hat nette Pfannkuchen. Probier sie schnell. Sie riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Okay. Jill, fang. Yummy. Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh, den habe ich gefangen. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen. Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut. Die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Okay, ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einem Kreis, wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Martin hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker.
bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet es nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey, Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf! Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo, Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zum Menschen werden? In meinem Astkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden. Super, Glückwunsch. Wir haben diese Challenge geschafft. Hurra!